The Hunter Call of the Wild. Es wird mal wieder Zeit. Lange nicht gezockt und auch lange nicht auf YouTube gezeigt. Und ich würde sagen, wir gehen mal wieder rein ins Game, starten dieses wunderschöne Game. Einfach mal wieder schön von vorne, von null mit einem neuen Charakter. Also legen wir los. Neues Spiel. Legen wir einen neuen Charakter an. Suchen uns hier einen aus. Ich glaube, der hier wurde ja, genau, der wurde ja zuletzt irgendwie reingebracht. Schön mit Bart, Alden. Und ich würde sagen, wir starten klassisch in Hirschfelden und gehen da erstmal schön durch die mitteleuropäischen Wälder und Auen und Felder. Und gucken uns an, was da geht. Das Ganze wird jetzt nicht schwerpunktsmäßig um die Story gehen. Die könnt ihr, wenn ihr den Nerv habt, gerne selber durchzocken. Ich habe es ein paar Mal versucht und habe es dann an verschiedensten Maps dann doch gelassen. Ich gehe einfach wild durch die Wildnis. Zum Teil werde ich natürlich irgendwelche Bereiche der Story streifen. Aber wie gesagt, schwerpunktsmäßig geht es mir jetzt nicht um die Geschichte, sondern einfach ums entspannte Jagen im Game. Und natürlich auch da um die ganzen Basics. Ich muss mal eben schauen, wie das ist vom Sound. Ich glaube, es ist im Moment ganz okay. Der Sound ist ja immer ein bisschen tricky im Game. Mal viel zu laut, mal viel zu leise. Ich hoffe, wir kriegen das alles ordentlich vernünftig eingestellt hier. Fangen wir an. Man startet ja quasi mit nicht viel. Wenn man mal Escape drückt und in sein Inventar hier reingeht, sieht man, dass wir ausgerüstet haben, die Ranger 4, die 243, okay, ich wollte gerade sagen, ist hier ein bisschen, genau, das ist die Optik hier unten. Da war die, ich hocke hier genau davor. Man startet mit zwei, man startet mit der Flinte, mit der Pistole, das ist aber nicht schlecht. Und mit der Ranger mittlerweile, das ist doch ganz geil. Ich habe schon länger nicht mehr neu gestartet. Aber das ist doch ganz nett. Ja, wir können also mit jedem, mit jeder Waffenart erstmal schon mal reingehen, das ist schön. Dann haben wir ein Fernglas, wir haben sogar schon Lockmittel für Rehe, Rehwild und hier für Hirsche, sehr gut. Und auch noch die Lockpfeife, Lockpfeife Hase, damit können wir die Kojoten und die Füchse anlocken. Und Geruchsreduzierer, 50 Stück, auch, also wir sind eigentlich komplett ausgerüstet. Munitionsarten sind auch da, nicht so viele, aber ausreichend. An den Munitionsarten, da sieht man hier an der Seite, sieht man es noch so ein bisschen. In diesem Fensterchen, da sieht man immer ganz gut, für welche Kategorien diese Munitionsarten am besten geeignet sind. Wir gehen da auch im Detail gleich nochmal drauf ein. Und auch an der Seite, wo dann dran steht, empfohlene Klasse, 2 bis, hier steht es 2 bis 6, 2 bis 6, 2 bis 5. Das heißt also, wenn wir Tiere schießen möchten und die maximale Wertung haben wollen, müssen wir nicht nur zum einen gut treffen, wir müssen natürlich auch die richtige Munition verwenden. Ich würde sagen, wir gehen gleich einfach mal los. Haben wir noch irgendwas? Kriegen wir das Zielfernrohr noch drauf irgendwo? Nee, Lockmittel, das sind die drei. Geruchsreduzierer liegt hier auf der 8. Fernglas habe ich jetzt gerade da auf der 4. Ich teste mal, ob die meine Tastenbelegung drin sind. Meine Tastenbelegung sind nicht drin. Doch, sind drin. Ich habe automatisches Laufen. Irgendwo flattern hier Gänse rum. Und da hinten sieht man es auch schon. Wir gehen mal auf die 1 direkt. Da steht das erste Tier. Wir könnten direkt draufballern. Sollen wir direkt draufballern? Komm, wir ballern direkt drauf. Ich weiß gar nicht, welche Entfernung wir haben.
Luft anhalten. Erster Schuss. Nicht ganz ideal. Kann immer noch weglaufen. Das müssen wir gleich einfach mal verfolgen. Ich hoffe, das passt. Wir hätten vielleicht noch ein bisschen näher rangehen können. Ich habe mir die Tasten so belegt. Nochmal zurück zu den Tasten. Ich habe mir die Tasten so belegt, dass ich auf der Maustaste den einmal laufen habe. Automatisch vorwärts laufen auf der Daumentaste. Und irgendwo Inventar. Ich glaube, auf der 0 war das. Ja, auf der 0 habe ich dann... Ich habe zwei Daumentasten. Auf der 0 habe ich dann das Fernglas. Und dann können wir da hingehen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir laufen hier ganz normal. Wir können Licht anmachen auf der Taste L. Licht hat keine Auswirkung auf die Tiere. Das heißt, es ist nicht so, dass wir damit die Tiere verscheuchen. Und es ist wichtig, dass wir halt nachts mit Licht auch genug sehen. Ist gerade Dauerrennen automatisch drin? Ich komme mir so schnell vor. Ach, das ist doch schön, ey. Schon lange nicht mehr drin gewesen im Game. Und hier haben wir die Spuren. Sehr schön. Und auch der Anschuss. Spuren. Ja, jetzt müssen wir natürlich gucken. Wir sehen hier, die Spuren gehen ja hier hoch. Und jetzt müssen wir natürlich auch ein bisschen im Blick behalten, aus welcher Richtung kommt der Wind. Und riecht uns vielleicht das Reh, wenn wir es verfolgen wollen. Oder wenn wir auch hinrennen und uns da langsam anpirschen. Und das sehen wir halt auch unten am Kompass. Also der Wind kommt jetzt gerade aus nahezu nördlicher Richtung, leicht westlich. Und geht und macht so ein Mief, also unseren Geruch verteilt der Wind so in diesem Bereich. Ja, man sieht das jetzt hier. Also von hier bis da ungefähr wird der Geruch verteilt. Das Ganze können wir natürlich ein bisschen reduzieren, wenn wir hier den Geruchsneutralisierer mal schön eindeodorieren, Alter. So, haben wir einmal drauf geballert und dann wird das ein bisschen weniger. Und jetzt verfolgen wir erstmal hier das gerade angeschossene Reh. Hier ist noch frische Losung, das ist immer ganz praktisch. Und da ist die Blutung sehr gering, das ist schlecht. Also heißt, wir haben keine lebenswichtigen Organe getroffen bei dem Schuss. Aber wir sehen, es blutet trotz allem. Und jetzt müssen wir mal gucken, wohin es gerannt ist. Übrigens hier die Farben, wenn ihr Probleme habt, diese Farben zu sehen, jetzt gerade dieses Magentafarbene ist ja wirklich ganz praktisch. Aber wenn ihr farblich irgendwelche Probleme habt, es zu sehen, ihr könnt hier auf, wo war das denn, Systemanzeige, Systemspiel war es, genau. Und dann könnt ihr euch hier die Farben einstellen, die für euch am besten zu sehen sind. Hundumriss blau zum Beispiel mag ich auch nicht so gern. Ja, machen wir mal so gelb. Genau. Und ihr seht also, hier kann man eben das alles im Detail noch einstellen, wie man das gerne hätte. Apropos Hund, ich habe sämtliche DLCs vom Game zum Zeitpunkt der Aufnahme. Starten auch wieder verschiedene Sales bzw. ich glaube, im Epic Store soll es das Game auch gerade gratis geben. Von daher gönnt euch das Game. Ein wahnsinnig tolles Game. Ich bin eigentlich kein Riesenfan davon, irgendwie rumzuballern, also im Real Life. Aber ich muss sagen, das Game ist super entschleunigend, hat wirklich Flair und macht doch irgendwie Bock. Also ich war lange Zeit so ein bisschen abgeneigt, habe mir gedacht, was ein durchgeknalltes Game, rumrennen und irgendwelche Tiere abschießen. Es hat schon irgendwie wirklich Flair, kann man nicht anders sagen. So, und da sehen wir auch hier gerade den Grund. Hier sehen wir jetzt die Trophäe oder das eingesammelte Reh, das lag da jetzt gerade. Die Trophäe bestätigt sozusagen.
Und ich habe halt, man sieht diesen Schusskanal oder von wo ich geschossen habe. Im Ansatz würde ich sagen, nicht schlecht. Man sieht ja jetzt hier in der Mitte noch so ein bisschen das Herz. Und das war natürlich auch Ziel des Ganzen. Aber ich habe dann doch, ja, genau das Schienbein ist es, glaube ich. Nee, das Schienbein ist, glaube ich, dann hier. Das ist ja das, glaube ich, hier das Knie, ne? Also den Oberschenkel irgendwie getroffen. Nee, das ist, glaube ich, das Knie. Ich weiß es nicht. Egal, den Knochen getroffen und dadurch dann, also da auch nicht durchgekommen mit diesem, mit dieser kleinen Flinte. Dementsprechend nicht die Lungenflügel getroffen, nicht das Herz getroffen. Und dementsprechend schnell oder weit weg kann das Tier natürlich rennen. Wollen wir beim nächsten Mal natürlich besser machen. Das heißt also, rechte Maustaste, wenn wir uns das Tier jetzt mal so anschauen, versuchen wir in Zukunft, entweder halt direkt so kurz hinter das Bein zu treffen. Da kommt man halt hier direkt, ne, in diesen Lungenbereich. Es dreht sich halt immer automatisch. Oder dass man halt, wenn man frontal davor steht, ihr steht so direkt davor, dass man hier in die Mitte trifft, dass man da versucht, genau das Herz hier zu treffen. Ne, das wäre halt immer, oder halt so leicht schräg, da sieht man es auch. Guckt euch das im Detail genau an. Das ist wirklich der Knackpunkt und der Schlüssel zum Erfolg, dass man hier mit am besten einem gezielten Schuss das Tier, zack, weitmännisch erlegt. Nicht so viel drauf rumballern. Man darf noch einen zweiten Schuss abgeben, aber hier steht auch schon drin, kein lebenswichtiges Organ getroffen. Das ist halt immer ein Abzug in der Note. Das heißt, wir kriegen weniger Geld dafür, beziehungsweise wir kriegen auch einfach eine weniger gute Wertung für dieses Reh. Und letzten Endes wollen wir natürlich auch schön XP bekommen dafür und ordentlich Kohle. So, du kannst das Tier ausstopfen. Ja, wollen wir nicht, kostet uns Geld. Nehmen wir einfach an. Hahaha. Und, okay, es ist noch sehr laut. Alter, ist es laut. So, ist es leiser. Wir haben 10 Gewehrpunkte bekommen, wir haben Geldbonus bekommen. Wir kriegen gerade ein bisschen Kohle dafür. EP-Bonus und so weiter und so weiter. Ja, wie geht's jetzt weiter? Das heißt, wir machen uns jetzt als nächstes auf die Socken. Wir können hier mit R nochmal reloaden. Legen wir nochmal ein bisschen Munition wieder nach. So, zack, zack. Wir könnten natürlich auch hier mit der Flinte, das hier ist eine Schrotflinte, damit könnten wir auch rangehen. Gucken wir gerade nochmal eben rein ins Inventar, was wir da für Munition drin haben. Da haben wir Rehposten, also wäre auch da die richtige Munition gewesen. Klar, mit der Schrotflinte natürlich ein Streuschuss, hätten wir wahrscheinlich mehrere. Ja, wobei auf die Entfernung ist es halt ein bisschen gefährlich, ne? Effektive Schussreichweite ist hier 25 Meter und hier sind wir bei 150 Meter am effektivsten. Von daher war das schon ganz okay. Nächstes Mal bloß ein bisschen besser treffen und dann liegt das Reh natürlich auch. Pistole kann man auch durchaus nehmen, äußerst schwierig. Ich mache mich jetzt halt gleich auf für Socken. Das heißt, ich erkunde einfach die Gegend. Dabei achte ich darauf, dass ich halt hier vom Kompass her in die richtige Richtung gehe. Ich gucke auf der Map, wohin will ich. Ich würde sagen, wir nehmen uns mal hier oben Wegpunkt setzen. Wir nehmen uns hier mal diesen Aussichtspunkt erstmal vor. Gehen da in diese Richtung. Ich habe das jetzt hier markiert, 160 Meter. Hier auf der Map sehen wir dieses Kreuz oder diesen angedeuteten Kreis. Hier sieht man auch noch an diesen Spitzen jeweils so eine Art Kreuz und exakt in der Mitte von dem Kreuz war der Anschuss. Also der Anschuss von dem Reh, was gerade tot umgefallen ist. Das heißt, wenn ihr irgendwo steht in der Pampas, ihr schießt auf einen Reh oder anderes Tier, das Tier kippt nicht sofort um und rennt erstmal ein bisschen weg und ihr seht dann aber später, plöppt auf einmal dieses rote Feld auf, dann ist es tot umgefallen und dann seht ihr aber an der Stelle, wo ihr es angeschossen habt, da erscheint dann dieses Feld.
Das heißt, wenn ihr dann diese Spur nochmal sucht und ihr findet es nicht, dann kann man hier einfach diesen Wegpunkt nochmal setzen, ziemlich in der Nähe jetzt hier von dem Kreuz, ziemlich mittig. Und dann kann man sagen, alles klar, irgendwo da hinten in 100 Metern, da in diesem Bereich muss dieser erste Anschuss, dieser erste Blutfleck sein. Und dann kann man von da aus nochmal losgehen und versuchen, die Spur zu verfolgen, damit man dann eben auch die Trophäe einsammeln kann. So, wie gesagt, ich mache mich jetzt auf Socken, Wegpunkt da in diese Richtung. Und ganz wichtig, ich laufe langsam, denn wir sehen auch hier unten diese Anzeige mit diesem Lautsprecher. Wir sind immer noch relativ laut unterwegs. Ich gucke gerade mal, haben wir irgendwelche Sachen angelegt? Nee, ne? Wo war das denn? Spiel war das nicht? Nee, es war, glaube ich, an so einem Außenposten. Da können wir gucken, ob wir noch Rucksäcke oder sowas angelegt haben. Aber ich glaube, wir laufen gerade ganz normal. Wenn man hier durch Gebüsch läuft, ist es immer ein bisschen lauter. Und man muss halt versuchen, die ganze Zeit sehr leise zu sein. Wenn wir jetzt anfangen würden, hier loszurennen, dann verscheuchen wir auf 100, 150 Meter, verscheuchen wir sofort alle Viecher. Das wollen wir ja nicht. Deswegen schön langsam laufen einfach. Auch gerne mal ein bisschen umgucken. Manchmal steht irgendwo was am Rand und lauscht einfach auf uns, achtet gerade auf uns. Boah, ich freue mich schon auf den Tag, wenn wir die Gänse sehen. Ey. Da. Da oben, man sieht sie ganz wenig nur. Da fliegen sie gerade über uns weg in Formation. Das ist auch richtig gut hier in Hirschfelden, da oben fliegen sie, auf das Federviehzeug zu gehen. Die bringen auch richtig gut XP und richtig gut Kohle. Wenn man da sich so ein Entenlocker holt, dann macht das Spaß, ey. Dann geht das ganz gut, ey. So, gehen wir erstmal hier hoch, suchen uns erstmal hier diesen Außenposten, wo wir als nächstes dann hingehen. Und entdecken erstmal hier die Area, auch wichtig, dass man immer schön alles aufdeckt und einfach mehr sieht, ne? So, joggen wir mal eben hier hoch. Auch das macht ein bisschen Krach, ne? Je nach Untergrund. So. Und dann haben wir es hier begutachten, jawohl. Und die gesamte Area wird hier aufgedeckt. Sehr gut. Und auch schon ein neues Level. Hier jetzt die Area aufgedeckt, sehr gut, perfekt. Ich würde sagen, wir markieren uns hier direkt den ersten Außenposten. Wegpunkt setzen. Da machen wir uns dann hin und in diese Richtung. Guck mal da. Da leuchtet sogar was. Sehr schön. Ach, guck mal, das ist da hinten. Das ist da hinten der Schießstand bestimmt, der so gut ausgeleuchtet ist. Und in der Richtung unten, da sieht man auch so ein bisschen die Hütte schon. Naja, perfekt. Also, wir machen uns gleich auf die Socken, beziehungsweise wir machen uns beim nächsten Mal auf die Socken. In die Richtung, 400 Meter, die Chance, die nutzen wir, gehen so ein bisschen links und rechts und gucken, ob wir da nicht noch ein bisschen was aufdecken können. Und würde ich sagen, treffen wir uns im nächsten Video wieder. Und ja, bis dahin, Weidmannsheil und bis zum nächsten Mal.